Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stavel und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Erst waren es nur Einbrüche in Garagen, Häuser und Geschäfte. Schlimm genug, möchte man meinen. Doch mittlerweile werden die Menschen im brandenburgischen Guben auf offener Straße ausgeraubt und überfallen. Vor allem sind es Frauen und ältere Menschen, die in letzter Zeit immer öfter Opfer von äußerst brutalen Überfällen werden. Eine Hundertschaft der Bundespolizei ist mittlerweile mit schusssicheren Westen angerückt und soll für Sicherheit sorgen. Damit werden zwar die Symptome bekämpft, nicht aber deren Ursachen. Grenzkriminalität ist das eine. Doch wenn die Menschen in den Grenzregionen um Leib und Leben fürchten müssen, hat diese Kriminalität eine neue Dimension erreicht. Sehen Sie hierzu unsere Reportage. In Guben geht die Angst um. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in einen PKW, eine Garage, ein Geschäft oder eine Wohnung eingebrochen wird. Die Täter kommen von Polen über die offene Grenze, die mitten durch die Stadt verläuft. Werden bundesweit rund 50% der Diebstahlsdelikte aufgeklärt, sind es in Guben gerade einmal 30%. Doch es ist nicht länger nur die Angst um ihr Eigentum, die die Menschen umtreibt. Denn mittlerweile häufen sich auch die Überfälle auf offener Straße. Viele Menschen trauen sich daher kaum noch vor die Tür oder greifen zu Selbstschutzmaßnahmen. Für den stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD Brandenburg, Ronny Zasok, ein klares Versagen der verantwortlichen Politiker. Hier in Guben ist die Kriminalität in den letzten Jahren massiv ausgeufert. Fast täglich erreichen uns Nachrichten über Einbruchsdelikte, über Diebstähle. Besonders erschütternd waren vor einigen Wochen und Monaten Vorfälle, dass über 80-jährige Gubnerinnen und Gubner überfallen worden sind. Und diese Verbrechen werden meist von osteuropäischen Banden begangen. Seit dem Wegfall der Grenzkontrollen im Jahr 2007 und der sogenannten Polizeireform im Jahr 2010 ist die Polizei massiv abgebaut worden, was dazu führt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Die Bürger gehen jetzt mehr und mehr dazu über, sich selbst zu schützen, indem sie Bürgerwehren gründen, NATO-Drähte verlegen und ihre Zäune erhöhen. Das ist aus unserer Sicht ein Armutszeugnis der deutschen Politik. Dass dies keine Übertreibung ist, dokumentieren die Stimmen von Bürgern, die DSTV vor Ort bereitwillig Auskunft gaben. Bei mir haben sie alles rausgekloppt. Von Winkelschleifer, Bohrmaschine, alles raus. Sonntagabend, Montag früher ist reingelegt, Dienstag war es geklaut. Ach, also so schnell ging das? Ein Schaden von 1.800 Euro. Der hat ein Blut ein bisschen gehabt, also sowas gab es nicht. Von der Schulter bis an den Hintern, das war, kann man wirklich sagen, Körper, so eine Fläche, so blau geklopft. Sieben Stufen runter mit 80 Jahren. Ja. Nee. Hat ihn einer eigentlich angegriffen oder waren das Mädchen? Nein, das waren ein Junge und ein Mädel. Junge und Mädchen haben ihn angegriffen. Beides Polen. Das Mädel hat gleich das Portemonnaie gekrampft aus dem Einkaufswagen und der Junge hat noch unten nochmal abgetastet, ob noch irgendwo Geld ist. Es waren mehrere Überfälle in Guben. Aber ob das nun zusammenhängt mit den anderen, das wurde nicht richtig geklärt. Denn wurde ja noch eine Krankenschwester da hinten bei der Überführung, da wurde ja auch noch eine überfallen. Aber ob das so zusammenhängt, aber es häuft sich. Ja. Keine Frage, hier besteht dringend Handlungsbedarf. Die Politik weigert sich jedoch, die naheliegenden Schlüsse aus der nicht nur in Guben dramatisch ansteigenden Grenzkriminalität zu ziehen. Die NPD in Brandenburg fordert genau diese Konsequenzen ein. Es ist nicht damit getan, vorübergehend mehr Polizisten Streife laufen zu lassen oder Empfehlungen auszusprechen, morgens nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder abends nicht mehr allein auf die Straße zu gehen. Schließlich hat sich gerade in den letzten Wochen gezeigt, wo man ansetzen muss, um wirklich für Abhilfe zu sorgen. Wie der Landesvorsitzende der NPD Brandenburg, Klaus Beyer, erläutert. Im Rahmen des G7-Gipfels hat man ganz klar festgestellt, wir brauchen Grenzkontrollen. Die wenigen Tage haben gezeigt, dass allein fast 11.000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz registriert wurden. 135 Personen, die per Strafbefehl gesucht wurden, konnte man dingfest machen. Über 3.500 Tatverdächtige konnten festgenommen werden, mit dem Schwerpunkt illegale Ausländer einschleusen. Und es gab auch weit über 200 Drogendelikte, die registriert wurden. Was also ganz klar zeigt, wir brauchen Kontrollen an den Grenzen. Die Forderung nach Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist heute aktueller denn je. Dies verdeutlichen nicht nur die unzumutbaren Zustände in Guben, sondern in vielen anderen Gemeinden und Regionen im grenznahen Bereich. Was die etablierten Medien verschweigen oder nur mit Samthandschuhen anfassen, greifen wir knallhart und schonungslos auf. Diese Aufklärungsarbeit ist uns sehr wichtig. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einem Probeabo der Deutschen Stimme oder einer Spende unterstützen würden. Nicht zuletzt auch eine Investition in die Meinungsfreiheit. Für dieses Mal möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, Ihre Emma Stapel.